Dual QHD, Super Ultra Wide oder einfach nur breiter als der Türsteher. Der LG UltraGear 49G R85DC ist auf jeden Fall ein ganz schönes Biest und wir schauen uns heute mal an, was er so unter der Haube hat. Einmal vorweg aus Transparenzgründen, LG hat uns dieses Testexemplar hier ausgeliehen, aber das ganze Video ist nicht gesponsert, das heißt, da ist kein Geld für geflossen und ihr kriegt jetzt hier meine ehrliche Meinung und vor allem auch meine Ersteindrücke, denn ich habe das einmal kurz aufgebaut, um zu gucken, ob es grundsätzlich funktioniert, aber mich noch nicht im Detail damit beschäftigt, damit das Ganze hier auch wirklich unvoreingenommen ist. Erste Arbeitshandlung, das Monster hier erstmal auf den Tisch hieven, immer schön aus den Beinen heben, damit man sich nichts kaputt macht, vorsichtig absetzen. Also, in dem Karton war jetzt Folgendes drin. Einmal die Monitorhalterung, einmal Stromkabel für EU oder auch für UK, ein extra schnelles HDMI-Kabel, ein DisplayPort-Kabel und auch noch ein USB-Kabel. Und natürlich der Monitor selbst. Ich würde sagen, wir schrauben das Ganze jetzt mal zusammen, dass ich das hier nicht länger halten muss. Das ist einer dieser Standfüße, die mir ganz gut gefallen von der Montage, denn man kann das hier einfach zusammenstecken und dann ist hier oben so eine Daumenschraube drin, die man wirklich mit den Fingern selber anziehen kann. Und wir sehen schon, hier oben sind so zwei kleine Nasen, die rasten dann auf der Rückseite des Monitors ein und das Ganze wird reingeklippt, damit es dann auch fest ist. Plopp. Gut, kommen wir erstmal zu den Spezifikationen. Was kann das ganze Ding überhaupt? Also, wie das hier steht, hat es eine Bildschirmdiagonale von 49 Zoll. Das heißt, wenn ich hier einmal mit dem Finger quer rüber fahre, das sind 49 Zoll. Bei einem sehr, sehr breiten Seitenverhältnis von 32:9. Und das entspricht letztlich dem, wie wenn ihr zwei 27 Zoll Monitore nebeneinander stellen würdet. Nur, dass ihr hier halt nicht diesen hässlichen Balken in der Mitte habt und ein durchgängiges Panel. Stichwort Panel. Das Ganze ist ein sogenanntes VA-Panel, wie man das bei den allermeisten Curved-Monitoren auch heutzutage hat. Das heißt, es kommt mit einem besseren Kontrast und entsprechend besseren Schwarzwerten daher als ein IPS-Panel, aber auch mit einer schlechteren Blickwinkelstabilität und potenziell zumindest mit einer schlechteren Reaktionszeit. Ob das in der Praxis der Fall ist, werden wir nachher testen. Auflösung des Ganzen liegt bei 5120 x 1440 Pixeln und wer gut rechnen kann, wird feststellen, ja, das ist quasi zweimal WQHD, deswegen wird dieser Monitor auch als Dual QHD bezeichnet. Die maximal unterstützte Bildwiederholfrequenz liegt bei 240 Hertz und das ist meines Wissens auch so das Maximum, was es aktuell in diesem Formfaktor gibt und das muss die Grafikkarte natürlich auch erstmal stemmen können, werden wir nachher sehen, ob wir da mit unserer 4070 Ti an Grenzen stoßen oder nicht. FreeSync Premium wird übrigens auch unterstützt in einem Bereich von 96 bis 240 Hertz. Die Helligkeit des Monitors liegt im SDR-Modus bei 450 Nits, also das ist schon recht ordentlich und im HDR-Modus, wenn ihr das entsprechend einstellt in Windows oder auf eurer Konsole, bei sogar 1000 Nits. Das heißt, es entspricht auch dem VESA-Standard, der für sinnvolles HDR vorgeschrieben ist. Und ebenfalls noch eine Erwähnung wert für die Grafiker oder Cutter unter euch. Dieser Monitor hat eine Farbraumabdeckung von 95% des DCI-P3 Farbraums. Das ist ein Farbraum, der im semi-professionellen Bereich genutzt wird und 95% ist da auf jeden Fall schon sehr ordentlich. Und ihr seht, der Monitor ist relativ stark gekrümmt. Der Wert liegt bei 1000R, das ist quasi so ein Standard. Das heißt, niedrigere Zahlen bei dieser Angabe bedeuten eine stärkere Krümmung. Es gibt theoretisch noch 800R, das ist dann das absolute Maximum, was es gibt auf dem Markt, aber 1000R ist schon ziemlich krumm. Schauen wir uns einmal an, was hier ergonomisch geht, also inwiefern wir den Standfuß verstellen können. Wir können ihn beispielsweise in der Höhe anpassen, also hier ist auch relativ viel Spielraum. Wenn ich sage, ich habe es lieber etwas niedriger, dann stelle ich es auf diese Stufe ein. Wenn ich sage, ich möchte ihn gerne irgendwie über meinem Laptop haben, dann geht es bis hier oben hoch. Was logischerweise nicht vorhanden ist, das wäre auch irgendwie Quatsch. Es gibt keinen Pivot-Modus, also ich kann das jetzt nicht irgendwie hier um 90 Grad drehen, um dann ja, den Curved-Monitor falsch rum zu haben. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wer auf die Idee kommen würde, sowas zu bauen. Grüße an der Stelle an Samsung. Und wir können den Monitor natürlich auch noch schwenken auf der entsprechend eingestellten Höhe, damit wir da flexibel sind. Die Neigung lässt sich ebenfalls anpassen. Das ist auf jeden Fall für so einen Gaming-Monitor relativ ergonomisch und damit kann man auch gut arbeiten. Was haben wir konkret an Anschlüssen? Wir gehen es einmal systematisch durch. Wir haben HDMI und HDMI und das ist jeweils HDMI 2.1 und wohlgemerkt das echte HDMI 2.1, nicht wie bei anderen Herstellern, die das jetzt alle so nennen, aber es steckt nicht da drin. Also ihr kriegt auch über HDMI, wenn ihr eine entsprechende Grafikkarte habt, die vollen 240 Hertz dieses Monitors angesteuert. Daneben haben wir einen DisplayPort, der das natürlich ganz genauso unterstützt. Daneben direkt haben wir einen USB-B, den kennt ihr vielleicht noch von alten Druckern, wird aber in Monitoren auch immer noch eingesetzt. Das ist quasi der Verbindungsport, also da würdet ihr jetzt euren PC mit verbinden, damit der dann den Datenkanal zum Monitor herstellt. Daneben wiederum haben wir zwei USB-A-Ports, also für ganz normale Maustastatur beispielsweise, die könntet ihr in den Monitor einstecken und dann letztlich mit eurem PC, der angeschlossen ist, benutzen. Und natürlich auch noch den Stromstecker, der darf auch nicht fehlen. Und an der Stelle muss ich einen kleinen Kritikpunkt direkt anbringen, denn hier fehlt USB-C. Und das hätte ich mir persönlich schon gewünscht, gerade bei einem Monitor, der ja durchaus
durchaus auch nicht günstig ist und der mit Sicherheit auch von dem einen oder anderen für Office-Zwecke genutzt wird. Da hat USB-C einfach den Vorteil, wenn auch die entsprechenden Protokolle unterstützt werden, dass man mit einem einzigen Kabel arbeiten kann. Also das heißt, wenn der Laptop das unterstützt und der Monitor, zieht man ein Kabel zwischen Laptop und Monitor. Der Laptop wird dann quasi vom Monitor mit Strom versorgt und gleichzeitig wird ein Datenkanal hergestellt und der Laptop wiederum gibt sein Bild an den Monitor. Also wie gesagt, ein einziges Kabel. Wäre schön gewesen, hier zu sehen, haben wir leider nicht. Und hier sehen wir noch ein spezielles Symbol, nämlich das DTS Headphone X Symbol. Und dahinter verbirgt sich letztlich ein 3,5 mm Klinkenanschluss, der beispielsweise Kopfhörer oder aber auch ein richtiges Headset unterstützt. Und diese DTS-Technologie hier, die sorgt dafür, dass ihr einen virtuellen Raumklang habt. Also im Prinzip steckt in diesem Monitor so eine Art Soundkarte und ihr habt direkt diese Raumklangsimulation mit drin. Und ihr seht es vielleicht, an der Seite sind auch noch Leuchtstreifen integriert. Das heißt, der Monitor hat auch RGB, was natürlich selbstverständlich ist, denn es wäre ja kein Gaming-Monitor, wenn kein RGB drin wäre. Standardmäßig haben wir da so eine Art Lila-Ton eingestellt. Ich kann das auch alles manuell anpassen. Zweite Option wäre hier ein Rotton. Und beim dritten habe ich mir schon selber ein MyDeals Krokogrün, was dem am nächsten kommt, eingestellt. So, jetzt wollen wir natürlich auch mal anschließen und in der Praxis testen, aber das mache ich jetzt nicht an dem Tisch. Da muss ich mich für setzen. So, wir sind einmal umgezogen. Ich habe den Monitor jetzt mit unserem Rechner verbunden und ihr seht es hier an dem Kabelsalat, den ich hier produziert habe. Ich habe auch die Maus und die Tastatur direkt in den Monitor eingestöpselt. Den Monitor dann wiederum auch per USB mit dem Rechner verbunden. Gucken wir direkt, ob auch die richtige Bildwiederholfrequenz schon eingestellt ist, also ob der wirklich mit 240 Hertz bei der korrekten Auflösung läuft. Hier unten zeigt er uns an, ja, 5120x1440, also native Auflösung, bei 240 Hertz Aktualisierungsrate funktioniert. Ein Test, der bei keinem Monitor fehlen darf, ist der sogenannte UFO-Test. Und ihr seht es schon, da fliegen verschiedene UFOs über den Bildschirm. Was ihr möglicherweise nicht seht, die fliegen da mit verschiedenen FPS drüber. Hier ganz links steht es, 240 FPS, also das Maximum, was wir unterstützen, ist das oberste Bild, darunter kommt 120 und darunter 60, also jeweils halbiert. Möglicherweise erkennt ihr da jetzt gar keinen großen Unterschied, da unsere Kamera nur mit 50 Bildern pro Sekunde aufnehmen kann. Ich kann euch aber jetzt sagen, und das müsst ihr mir einfach glauben, das oberste Bild ist definitiv erkennbar am schärfsten. Also man erkennt auch zwischen 120 und 240 einen klaren Unterschied. 60 ist komplett blurry. Also da ist richtig verzogen. 120 ist auch ein bisschen verschmiert. Und das oberste ist so am schärfsten, aber auch nicht zu 100% scharf. Und da vermute ich einfach, dass das der Tatsache geschuldet ist, dass wir es mit einem VA-Panel zu tun haben. Denn, ich habe es vorhin erwähnt, die haben standardmäßig nicht unbedingt die beste Reaktionszeit. Wenn wir OLED heranziehen als Referenz, dann ist das überhaupt kein Vergleich. Aber selbst IPS ist in aller Regel schneller als VA und es ist nicht zu 100% perfekt. Jetzt bin ich spaßeshalber mal hingegangen und habe die Bildwiederholfrequenz auf 120 Hertz reduziert, also mute dem Panel letztlich weniger zu. Und ja, insgesamt ist das Ganze verschmierter, aber ich habe nicht so dieses minimale Hin- und Hergeruckele, was mit Sicherheit vorher von dem Ausgleich kam, den wir hier auch eingestellt haben bei der Reaktionszeit. Aber das ist alles Meckern auf extrem hohem Niveau und normalerweise hat man ja auch keine UFOs, die ständig über den Bildschirm flitzen, auf die man sich konzentriert. Deswegen, wir haben es jetzt mal wieder auf 240 Hertz bzw. 240 FPS gestellt, denn in dem Modus wollen wir jetzt natürlich auch mal ein richtiges Spiel zocken. So, wir haben jetzt einmal Forza Horizon 5 gestartet, denn ich glaube, so ein Autorennspiel ist wahrscheinlich am besten geeignet für diesen ultrabreiten Modus, aber ihr seht es schon, standardmäßig ist hier der ganz normale 16:9 Modus und der Monitor regelt das dann so, ja, er zeigt das Bild einfach in der Mitte an. Ich kann mir auch als Gegenkontrolle nochmal die FPS von Forza anzeigen lassen, damit wir dann auch sehen, stimmt das denn überhaupt, was der Monitor gleich reportet. Ich habe hier noch ein paar andere Optionen, wie beispielsweise DLSS, also dass er dann das Bild hochrechnet. Wir probieren es erstmal nativ. Und falls es nicht ausreichend sein sollte, probieren wir es dann, ob wir auf 240 FPS damit kommen. Jetzt sind wir im Spiel, haben eine GPU-Auslastung von fast 100%, also mehr geht da nicht, und haben 174 FPS in dieser nativen Auflösung ohne irgendwelches Hochskalieren oder so. Während der Monitor hier auf der linken Seite behauptet, wir hätten 240. Also, ich weiß ja nicht, aber wenn es wirklich ein FPS-Zähler sein soll und nicht ein Bildwiederholfrequenzzähler, dann scheint das gerade nicht so richtig zu funktionieren, wie es eigentlich sollte. Ah, so ist der Ultra-Vollbild-Modus und Halleluja, das macht schon ordentlich was her. Also ich glaube, wenn es ein Spiel gibt, was für so einen Monitor optimiert ist, dann ist es tatsächlich Forza. Und wieder eine Videosequenz. Das reißt einen so ein bisschen raus aus der Immersion, muss ich dann ehrlicherweise sagen. Ne? So, wir kommen noch mal kurz auf die FPS zu sprechen. Also zumindest bei unserem Exemplar, was wir hier jetzt stehen haben. Sofern ich nicht irgendwas falsch gemacht habe, scheint der FPS-Zähler broken zu sein. Oder er funktioniert halt nicht als FPS-Zähler, aber er zeigt mir dauerhaft 240 an. Die haben wir definitiv nicht. Sondern wir haben 193. Vielleicht liegt es auch an FreeSync, ich weiß es nicht. Aber das entspricht nicht dem, was hier tatsächlich produziert wird an Bildern pro Sekunde. Achte jetzt extra mal drauf, ob ich hier irgendwas sehe, was schmiert. Ich gucke jetzt mal auf die dunklen Bereiche, weil die sind gerne mal anfällig dafür. Also, um nochmal auf den UFO-Test zu sprechen zu kommen. Praxis und Theorie gehen da immer so ein bisschen auseinander. Selbst wenn das vielleicht etwas langsamer ist als so ein OLED oder ein IPS, in der Praxis werdet ihr da nicht viel von mitbekommen. Ich habe den Xbox-Controller gegen einen PS5-Controller getauscht, damit wir ausprobieren können,
wie sich denn so eine aktuelle Konsole an so einem Monitor schlägt. Und ihr erkennt es wahrscheinlich direkt, das sieht alles ein bisschen komisch aus. Das ist ziemlich verzerrt. Also so würde das normalerweise nicht dargestellt werden. Und das ist der Tatsache geschuldet, dass ich hier keine Option habe, das Bild entsprechend in diesem ultrabreiten Format auszugeben. Alles soweit suboptimal, also Konsole schon mal auf jeden Fall die PS5 nicht dafür geeignet, an so einem Monitor vernünftig betrieben zu werden. Aber wenn das hier eh schon so komisch aussieht, dann probiere ich doch einfach mal den Picture-in-Picture-Modus auch wirklich in der Praxis aus und sage, ich möchte das so haben und möchte dann auf meiner Hauptseite möchte ich den HDMI 1, also entsprechend die PS5 und auf meinem zweiten Kanal ist dann mein DisplayPort. Natürlich wäre es nicht sonderlich praxisbezogen, links PS5 zu zocken und rechts irgendwie zeitgleich zu arbeiten. Deswegen habe ich jetzt einfach mal hier ein YouTube-Video angemacht. Das ist dann, glaube ich, schon so, wie man das tatsächlich nutzen könnte in dieser Kombination. Also wenn ich sage, ich möchte irgendwie, keine Ahnung, noch eine Folge auf Netflix schauen und bin immer so hyperaktiv, dass ich mich heutzutage nicht mehr auf eine Sache nur konzentrieren kann, ja, dann wird halt hier links gezockt und rechts wird dann halt irgendwie, werden lustige Ziegenvideos geschaut. So, was man direkt dazu sagen muss, in diesem Splitscreen-Modus steht mir jetzt kein HDR mehr zur Verfügung. Wir sehen, wir sind auf 60 Hertz, weil die Oberfläche halt einfach jetzt gerade nicht mehr unterstützt, das passt soweit, aber auch VRR steht uns nicht mehr zur Verfügung und auch HDR ist ausgeschaltet worden automatisch. Das scheint also in diesem Picture-by-Picture-Modus nicht zu funktionieren. Wenn ich wieder umgeschaltet habe, dann sehen wir, okay, wir haben jetzt auch wieder VRR drin, wir haben auch HDR automatisch drin wieder. Das passt also soweit alles. So, Spielkram erstmal zur Seite, jetzt wird gearbeitet und genau dafür ist so ein Monitor natürlich auch optimal, denn wer schon mal mit Excel-Tabellen zu tun hatte, die sehr in die Breite gehen, der wird wissen, wie nervig das ist, wenn man da ständig hin und her scrollen muss. So, und ihr seht, das ist jetzt gar nicht die allergrößte Excel-Datei der Welt, aber immerhin geht es hier von A bis V, also es sind schon relativ viele Spalten. Normalerweise müsste ich da ständig hin und her wischen. Hier nimmt es gerade mal etwas mehr als die Hälfte des Monitors ein, also ich hätte jetzt noch die Möglichkeit, mir hier auf die rechte Seite noch ein Chatfenster zu packen oder so und trotzdem komfortabel meine Excel-Tabelle zu bearbeiten und da alles einzutragen. Das ist, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, ein ziemlicher Gamechanger, denn auch wir haben regelmäßig mit sehr, sehr großen Excel-Tabellen zu tun, die primär in die Breite wachsen leider immer. Kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, hier mit so einem Teil dann auch zu arbeiten. Finale Station hier in unserem kleinen Test ist natürlich MyDeals, wie soll das anders sein? Wir müssen über den Preis sprechen, Leute, denn natürlich am Ende des Tages, so ein Monitor ist nicht günstig und wir können einmal kurz bei Idealo reinschauen, was es da aktuell kostet. Da sind wir gerade zum Zeitpunkt des Videos bei 1275,96 Euro mit einem Gutschein. Ist eine Stange Geld, muss man fairerweise sagen, aber und auch der Grund, warum wir uns diesen Monitor hier überhaupt hingestellt haben, ist die Tatsache, dass ich kürzlich einen Deal dafür geschrieben habe, direkt von LG. Da kann man nämlich als Neukunde mit dem entsprechenden Gutschein für 1044,55 Euro an diesen Monitor. Und ich gehe mal stark von aus, dass dieses auch so in ähnlicher Form oder vielleicht sogar noch ein bisschen besser regelmäßig nochmal wieder aktivieren werden. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ja, ist immer noch eine vierstellige Summe. Aber wenn man mal so nachrechnet, okay, ich habe jetzt hier den Platz von zwei 27 Zoll Monitoren mit WQHD-Auflösung, mit 240 Hertz vor allem. Was wird man da normalerweise so für zahlen? Also bei einem guten Angebot mal mindestens 300 Euro rechnen pro Monitor, würde ich sagen. Regulär wahrscheinlich eher 400. Je nach Modell vielleicht sogar eher 500 Euro. Da kommen wir am Ende des Tages wahrscheinlich auf einen relativ ähnlichen Wert und haben dann natürlich noch diesen hässlichen Bruch in der Mitte, was wir hier einfach nicht haben. Sind natürlich in der Aufstellung auch ein bisschen flexibler. Also wenn jemand beispielsweise sagt, er möchte die Monitore übereinander positionieren, weil ihm das einfach besser so in den Kram passt. Ja, gut, dann ist 2x27 immer noch eine Option. Aber wer sagt, er hat gerne das auf einem Panel, der hat halt jetzt auch die Möglichkeit dazu, ich sag mal, bezahlbaren Preisen ranzukommen, wenn wir denn von Deals sprechen. Da ist natürlich eine gute Gelegenheit, falls ihr Interesse an diesem Monitor habt oder auch an anderen Produkten euch einen Deal-Alarm zu setzen. Das geht bei uns auf der Website oder natürlich auch in der App, wenn ihr angemeldet seid. Und dann könnt ihr euch einfach das entsprechende Stichwort, auf das ihr es abgesehen habt, reinpacken. Also ich würde mir jetzt auf 49GR85D10 einen Deal-Alarm einstellen. Und sobald ein Deal gepostet wird, der dann dazu passt, werdet ihr benachrichtigt. Wie das Ganze im Detail funktioniert, hat Alex euch übrigens auch in einem Video erklärt, was ihr hier seht.